Dann machen wir weiter, was wir noch zu machen haben. Beschlussempfehlung zu Petitionen. Das ist 44. Hier wird darum gebeten von der Fraktion DIE LINKE, soll folgende Beschlussempfehlung zur Petition getrennt abgestimmt werden. 24, 25 aus 19. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann enthält sich die Fraktion DIE LINKE und die Frau Öztürk. Damit ist die Beschlussempfehlung beschlossen. Dann rufe ich auf 28, 25 aus 19. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, Fraktion DIE LINKE. Damit die Beschlussempfehlung beschlossen. Dann die übrigen Beschlussempfehlungen zu Petitionen. Wer stimmt zu? Das ist das ganze Haus. Dann gibt es da keine Gegenstimmen. Dann ist das einstimmig so beschlossen. So, jetzt haben wir noch ein paar Beschlussempfehlungen. Ein paar ist gut, das sind sehr viele jetzt. Ich empfehle, dass wir das im verkürzten Verfahren machen. Ich rufe den Tagesordnungspunkt auf, ohne das alles im Einzelnen hier vorzutragen. Auf die Berichterstattung wird ja dankenswerterweise jeweils verzichtet. Dann rufe ich auf den Punkt 10, Beschlussempfehlung, Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Was dann? Herr Präsident, ich würde doch bitten, bei aller Sorgfalt wenigstens die Drucksachennummer mit aufzurufen zur Sicherheit. Also gut, damit jeder mitbekommt. Punkt 10, Beschlussempfehlung Bericht 19/43/88 zu 19/43/45. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE und die Frau Öztürk. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? SPD und FDP. So beschlossen. 29, Beschlussempfehlung Bericht des Rechtspolitischen Ausschusses 19/45/00 zu 19/44/09. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. 30. Beschlussempfehlung Bericht des Rechtspolitischen Ausschusses 19/45/01 zu 19/44/39. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Und DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk, so beschlossen. 31, Beschlussempfehlung Bericht des Hauptausschusses 19/45/03 zu 19/42/77. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE, Frau Kollegin Öztürk, so beschlossen. 32, Beschlussempfehlung und Bericht des Hauptausschusses 19/45/04 zu 19/43/11. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE, Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. 33. Beschlussempfehlung Bericht des Umweltausschusses 19/45/11 zu 19/38/02. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Dagegen? Das übrige Haus, außer der Frau Öztürk. Wer enthält sich? Frau Kollegin Öztürk, auch gut. 34, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt 19/45/12 zu 19/43/12. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Dagegen? SPD, FDP, Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? Die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. 35, Beschlussempfehlung und Bericht des Umweltausschusses 19/45/13 zu 19/44/53. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP. Wer enthält sich? DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. 36, Beschlussempfehlung Bericht des Umweltausschusses 19/45/14 zu 19/44/60. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die Frau Kollegin Öztürk. Wer ist dagegen? SPD, FDP. Wer enthält sich? Fraktion DIE LINKE. So beschlossen. 37, Beschlussempfehlung Bericht des Innenausschusses 19/45/15 zu 19/44/07. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Dagegen? SPD, DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Enthaltung FDP. So beschlossen. 38, Beschlussempfehlung Bericht des Innenausschusses 19/45/16 zu 19/44/43. Wer stimmt zu?
CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN dagegen, SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk enthält sich. Jawohl, so beschlossen. 39 Prozent wegen dem Bericht des Innenausschusses 1945-17 zu 1944-54. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP. Wer ist dagegen? SPD, Fraktion DIE LINKE, Frau Kollegin Öztürk, so beschlossen. 40 Schlussempfehlung Bericht des Ausschusses für Wirtschaft 1945-19 zu 1944-10. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Fraktion DIE LINKE, die Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die FDP. Dann ist das so beschlossen. 41 Beschlussempfehlung Bericht des Wirtschaftsausschusses 1945-20 zu 1944-52. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN dagegen. SPD, Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? Die FDP und die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. 42 Schlussempfehlung Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses 1945-21 zu 1940-46. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN dagegen. SPD, FDP, Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. 43 Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialpolitischen Ausschusses 1945-22 zu 1944-55. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN dagegen. SPD, LINKE, FDP und die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. 50 Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses 1945-40 zu 1938-41. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE, Frau Öztürk. Wer ist dagegen? Die FDP. So beschlossen. Enthaltung gibt es keine. 51 Beschlussempfehlung Bericht des Haushaltsausschusses 1945-41 zu 1938-42. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. Und 52 Beschlussempfehlung und Bericht des Wissenschaftsausschusses 1945-44 zu 1938-00. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? Das ist SPD, FDP, Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. Meine Damen und Herren, damit wären wir am Ende der Tagesordnung. Ich will Ihnen noch mitteilen und mitgeben, dass jetzt im Anschluss an die Plenarsitzung ab ca. 19 Uhr der Parlamentarische Abend des VdK im Restaurant unseres Landtags stattfindet. Das war's für heute. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Abend, Glück auf, und wir sehen uns morgen früh wieder. Die Sitzung ist geschlossen.